So. Prosterchen. Wow, das sah ja mal nice aus. Okay, also wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen auf Kohlesuche begehen. Einfach aufgrund der nicht mehr vorhandenen Kohlevorräte, die wir haben. Ich warte jetzt bloß noch, bis die beide hier fertig sind und dann gehen wir in die Richtung da hinten zu dem Berg. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen was finden werden. Auch nochmal beide hier anheizen, für den Fall, dass wir nur noch länger durchhalten als berechnet. Oh, wird das schon wieder dunkel. Wow. Dann hoffe ich, dass wir endlich mal da drin ein bisschen fertig werden. Ganz schön kostspielig das mit dem Briketts. Und dann müssen wir auch endlich mal gucken, dass wir ein bisschen durch die Welt kommen. Also gerade jetzt in Bezug auf Sachen. Dinger, Objekte, also speziell was so Ressourcen angeht, wie jetzt zum Beispiel Kakao, Karotten und ja, Tamburetten wollte ich gerade sagen, das schon. Helft mir doch. Kartoffeln. Genau, Kartoffeln. Kartoffeln? Kartoffeln, ja, doch, Kartoffeln. Dass ich da noch ein bisschen was finde. Es bleiben wieder genau zwei übrig. Hier ist natürlich wunderbare. Nein. So. Gut, jetzt haben wir hier von wieder 32. Was habe ich sonst noch so? Mehr habe ich hier erstmal nicht drin. Und hier habe ich noch 4. So, das heißt, wir haben davon 36. Wie viele brauchen wir noch? Wir brauchen noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück brauchen wir. Wir bekommen aber 12. War natürlich wieder klar. Haben wir da also auch wieder Überschuss? Ach, okay. Das ist natürlich nice. Wow, wir bekommen nur 4. Also aber doch einen Überschuss. Leckt mich doch am Arsch. Scheiß Kuh hier. Pech gehabt. Da rennt mir auch im Weg rum hier. Wir sind jetzt schließlich bei einer Gewerkschaft. Ich wollte gerade schon Gewerkschaft sagen. Hä? Digga, wieso lebst du noch? Warum will mich hier jeder umbringen? Vor allem jeder, der dabei eigentlich schon tot sein sollte. Das macht so überhaupt keinen Sinn. So, hier muss ich jetzt genau in die Ecke gehen. Wow, geht natürlich auch nicht. Sag mal, wie funktionieren diese Dinge eigentlich? Geht doch. Danke. Arschlöcher. So, okay. Haus ist fertig. Dann kommt jetzt der lang ersehnte Teil des Umzugs. Ihr kommt mit. Dankeschön. Du kommst mit. Dankeschön. So, mein Bett. Kommt hier hin. Ich pack noch richtig in die Ecke. Sieht besser aus. Klappe da draußen. So, dann kommen die Kisten. Okay, dachte gerade schon. Ah, doch, das passt perfekt. Dankeschön. Arschloch. Arschloch, Arschloch. Kocht da noch was drin? Nö.
Falsch. Falsch. Dankeschön. So. Pack auf. Ach komm, leck mich. So, hier kommt alles Mögliche rein an Krempel. Was nichts mit Wertsachen zu tun hat. So, du bist nicht ganz so voll, ne? Genau. Perfekt. So. Hier kommt alles rein, was so reine Materialien sind, also der ganze Klambatsch hier. Alles, was so Ressourcen sind, die man direkt abbaut. Du nicht. Du kommst damit rein. Haben wir noch andere Wolle drin? Nö, nee. Gut. Okay. ja. Du. Fuck. Gut, und jetzt mal hier. Bam, 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 bam. Ausgerechnet die Kiste kam jetzt nicht mit. Dankeschön. So, dankeschön. Also hier kommt jetzt alles rein, was Wertsachen oder wichtige Sachen sind, also zum Beispiel Lebensmittel. So, Kladderadatsch kommt da rein. Das sind auch wieder Roh- bzw. Baumaterial. Du kommst da rein, du kommst da rein. Und das hier ist Kladderadatsch. Und ja, kommt auch da rein. Das ist auch Kladderadatsch. So, okay. Jetzt noch die letzte Kiste und dann sind wir mit dem Umzug soweit fertig. Oh. Hier ist noch ein bisschen was. Dankeschön. Ach, die Blume kann ruhig da bleiben. Ach komm jetzt. Ist das nicht dein Ernst? Oh, die Kiste haben wir natürlich nicht hier unten drin. Okay, also als allererstes meine Workbench. Die kommt. Eigentlich hätte ich am liebsten hier in der Ecke. Ah, perfekt. Ja, doch, genau. So. Ja, doch. Das kommt hier alles. So. Hier kommt der ganze Krempel rein. Und hier kommt der ganze Rest rein. Badam, fertig. Gut. Dann hoffe ich mal, es wird langsam mal Nacht. Damit wir mal speichern können. Verpiss dich.
Ah, du, genau, weg hier. Ich hau dich, gleich bist du blutest, danke. Bam. So. Was sagt unsere Rüstung? Sieht noch gut aus. Okay, sehr gut. Ich möchte schlafen. Achso, die Dinger hier müssen natürlich auch wieder weg. Das kommt hier ran. Frage ist nur, wo genau. Da. Da. Und dennoch zwei. Einmal hier und einmal da. Auf die Seite mache ich. Ja, doch, würde ich auch schon gerne. Nur hier ist der Schlafbereich. Und das ist da ja auch Licht. Nee, doch, lasse ich so. Lasse ich so. So sieht es gut aus. Ja. Fuck, scheiß Tag. Geh unter. Ist ja eh schon fast unten. Dankeschön. Und findet ihr eine Erfahrung, warum ich da jetzt eine 9 eingegeben habe? Das sollte eigentlich eine 0 sein. Da es aber technisch gesehen egal war, habe ich es einfach durchlassen. Alter, was ist denn hier los? Holy moly, Alter. Man kann es auch übertreiben. Sieht interessant aus. Allerdings auch ziemlich gefährlich. Alter, was ist denn hier für los für Tiere? Ist ja hier schlimmer als weiß nicht wo. Da unten ist ganz schön dunkel. Ausgerechnet da, wo Kohle ist, ist wieder dunkel. Ey, wird gleich wieder über den Haufen geschossen hier. Hier doch raus. Kommen wir gleich alle möglichen Gegner hier an. Oh, bisschen heller gemacht an der Stelle. Mehr nicht, auch ein bisschen schade. Ich würde gerne hier einen safen Weg runter haben. Perfekt. Dankeschön. Vielleicht komme ich auch irgendwann wieder raus. Falsches Werkzeug. Mit einer Sense brauche ich hier nicht versuchen, falsche Steine abzuarbeiten. Das war dumm. Aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Gerade bei Höhlen niemals unter einem abbauen. Da ist man schneller tot oder in irgendeinen Höhlen gefangen, als man denkt. Das Ganze gilt natürlich auch für überall. Weil wenn überall nämlich auch nur eine Schicht mit einem Block ist und da drüber Lava ist und man den überall wegbaut, dann wird man direkt mit Lava beströmt. Deswegen bei Höhlen immer aufpassen und versuchen immer seitlich abzubauen. Eine Mine! Eine Mine! Ich brauche Fackeln! Schwerter habe ich, sehr schön. Aber ich habe kein Holz dabei. Fuck! Ist natürlich Bullshit. Allerdings ist da unten ja sowieso Holz. Ist zwar jetzt super gefährlich, was ich jetzt gerade mache. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot.
So, gut, geschafft. 16 Fackeln. Das geht aber, das kann man doch machen hier. Eisen. Komm mir vor wie bei der Eisenbahn. Ich glaube, ich bin gerade dabei, mich zu verlaufen. Gut, jetzt Ende. Wow. Wow. Eisen, soweit das Auge reicht. Noch viel mehr Kohle. Ah, die Dinger hier baue ich auch mal ab, damit ich ein bisschen Holzvorräte habe. Die Gleise brauche ich selber nicht. Also noch nicht, von daher können sie da erstmal drinnen bleiben. Digga, so viel Eisen, ey. Ist ja schon nicht schlecht. Ich hätte mal noch eine Axt mitnehmen sollen. Ich meine, schade, dass hier so viel von diesen farbigen Gesteinen ist, weil dadurch hat man weniger Ressourcen. Weil Ressourcen sind generell nur in dem klassischen Gestein. Zumindest hatte ich bisher immer das Gefühl, dass es genau so ist und nicht anders. Nicht anders? Kein bisschen. So, von da kommen wir. Wow! Gott, hab ich mich gerade erschreckt, ey. Oh! Eine Spinne. So, die tun uns ja nicht, solange wir denen nichts tun. Mehr ist ja auch nicht. Ja, diese Endermänner finde ich ganz sympathisch. Die teilen so meine Leidenschaft einfach. Was andere machen, ist denen komplett scheißegal. Solange sie selbst nicht genervt werden dabei. Das Schöne ist, mit dem ganzen Geröll hier können wir bald unsere ersten Eisenwerkzeuge bauen. Haben wir noch irgendwo Eisen? Ich weiß nicht, mit der. Ja, mit der ganzen. Ach Gott, da geht es ja auch noch lang in die Richtung. Gut, also wir werden hier definitiv nochmal langkommen. Bitte sag mir, dass ich noch eine Spitzhacke dabei habe. Ja. Hab ich noch. Gut, das war's. Dann werde ich jetzt das Ding hier versiegeln auf der Seite. Und mir damit selbst signalisieren, dass wir hier durch sind. Allerdings werde ich den Feuer noch ein bisschen noch die ganzen Dinger abnehmen. Die ganzen Lämpchen.
Hallo, danke. Gott, Alter, dein Zickzacklauf hier. Was? Ja, habt ihr so einen Scheiß, Alter? Oh, ist doch Kohle drauf. Tadam, versiegelt. Tja, unsere nächste Reise geht dann wohl hier hin. Wow. Oh oh. Achso, okay. Dachte gerade schon, hier ist irgendwo so ein. Wobei, ganz ehrlich, wir können mal kurz gucken. Weil das ist nämlich meistens ein Zeichen für. Sag schon. Dungeon. Und zwar welche, wo Spinnen sind. Von daher werde ich mal ganz kurz in die Richtung weitergraben. Da ist nichts. Das auch nichts. Gut, okay, also wirklich bloß viel Alarm. So, dann versiegel ich die Seite auch mal. Fertig! Ach du Kacke. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. So, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mit der Folge. Also praktisch, weil ich wieder zu Hause bin. Ja, sollte dann erstmal reichen. Genauso wie es denn insgesamt auch für heute dann erstmal reicht. Habe jetzt heute 12 Folgen aufgenommen. Morgen mache ich erstmal wieder mit Doom weiter. So, eigentlich müsste ich, wenn ich jetzt hier die Küste lang fahre, direkt auf mein Zuhause zusteuern. Bin ich ja mal gespannt. Direkt auf Feinde. Oh ja. Hier sehe ich schon die ganze Tierparade. Ja.
Alter, was geht denn hier ab, bitte? So, okidoki, was haben wir denn also bekommen? Oh, ein bisschen. Oh, das wollte ich gar nicht mitnehmen. Bullshit. Aber gut. Dann ist das halt so. Das können wir da rein. Nein. Da rein. Wieso kann ich nicht schlafen? Das ist das Bett zu weit weg. Das ist überhaupt nicht weit weg. Also weil die Gegner so nah sind oder was? Ah, weil die Gegner sind. Alter, komm jetzt her. Noch einer. Geht doch. So. Wieso wurde gerade nicht vergiftet? Hab gerade zweimal von den Dingern gegessen. Jetzt noch eins. Wurde nicht vergiftet. Interessant. Gut, okay. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Und dann würde ich mal sagen, bis zu den nächsten Aufnahmen, die dann wahrscheinlich wieder Doom sein werden. Ciao mit V.